Frank Zappa oder auch Frank Zappa, das jüdische Enfant terrible der US-amerikanischen Jazz- und Popmusikszene, wäre am 21.12. dieses Jahres 75 Jahre alt geworden. Mit Songs wie Bobby Brown, Watch Me Now, I'm Going Down und Don't Eat the Yellow Snow, übrigens der wichtige Hinweis an alles, kommt jetzt bald wieder der Winter, wurde er bekannt und drehte mit seiner Band The Mothers of Invention den Film 200 Motels, über den die New York Times damals sagte, er sei nicht unbedingt schlecht. Nebenbei hat er zusammen mit Winston Price und Christopher Lee 1984 eine Rolle in dem Märchenfilm The Boy Who Left Home to Find Out About the Shivers von jemandem, der auszog, das Fürchten zu lehren. Frank Zappa lässt schön grüßen und entschuldigt sich für die mittelmäßige deutsche Übersetzung des jetzt folgenden Songs. Dein geheimer Schmutz und verlorenes Metal Geld. Metal Geld, wie in deine Riefen. Ah, ich bin deine Riefen. Vor. Sie hätten unser Sofa nicht wiedererkannt. Eigentlich ist das ja das Modell aus einem bekannten skandinavischen Einrichtungshaus mit dem Namen Sperrmüller. Das wäre der Moment, wo eigentlich hätten wir lachen. Nee. Ja, gut, das ist wieder damit. Herzlich willkommen zur TGIF Trash Talks im Film. Die erste nach der Sommerpause, die erste mit neuem Sofabezug, aber wir eine sehr stolz empfehlen mit an meiner Seite unsere Redakteurin Katharin. Sehr schön. Ja, euch ist sicher aufgefallen, dass jemand heute Abend hier fehlt, nämlich unsere
Assistöse Maria Sternchen, die liegt leider mit einer Erkältung im Bett. Und wir wünschen ihr von dieser Stelle aus gute Besserung. Ja, Harald Pinatelli und die Kings of Berlin mussten heute arbeitsbedingt leider absagen. Die haben ja leider auch reguläre Jobs irgendwie, wie andere auch. Aber wir haben zwei wirklich großartige Menschen gefunden, die heute auf Berlins wohl unbequemsten neu bezogenen Talksofa Platz nehmen werden. Die eine der beiden Filmemacherinnen des Films Berlin Transgression, Yuki Taylor, und unsere liebste Boy-Tunte, der Drag-Clown mit dem größten Penis, Ryan Stecken. Als Hauptfilm zeigen wir heute die angekündigt Dicke Mädchen von Axel Ranisch aus dem Jahr 2011, der weltweit mehr als 10 Preise, und das ist für einen Low-Budget-Independent-Film wirklich wahnsinnig viel, auf diversesten Filmfestivals gewonnen hat. Ja, ganz viele Preise wünschen wir natürlich auch dem Film Berlin Transgression, der im kommenden Frühjahr fertiggestellt wird. Das ist eine Doku über Berliner Drag, Tunden etc. pp. Unter anderem mit Erna Pachulke, mit Ryan Stecken, mit Kay, mit Thema der Göttlichen, die ja auch schon auf unserem Talksofa gesessen alle hat. Vier schon auf alle, Talksofa alle vier schon auf unserem Talksofa. Mit Candy Crush, mit Absinthe Absolut, mit Bambi Mercury und so weiter und so fort. Und wir zeigen euch heute schon mal den Trailer dieses Films. Also viel Spaß und Film ab!